Gyrus, hallo liebe Zuschauer, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. 1983, Arcades of the 80s, unsere kleine Serie geht weiter. Gyrus, habe ich euch schon mal gezeigt, zeige ich euch nochmal, weil Gyrus geht immer. Auch hier könnt ihr wieder die Demo laufen lassen und einfach so tun, als ob. Obwohl nein, 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 das spielen wir natürlich selbst. Oh, ein paar Credits rein und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Meine ersten Berührungspunkte mit Gyrus hatte ich auf dem C64, was ich damals wie ein Bekloppten gespielt habe. Auch wenn man mir das jetzt spielerisch hier wahrscheinlich nicht ansehen wird. Aber die Version ist auch schwieriger als auf dem C64. Und wie es so war, da hatte ich eine Kassette voll mit C64-Spielen. Und, ich glaube, von meinem Cousin bekommen damals. Weiß ich nicht mehr so genau. Kriege ich jetzt einen Doppelschuss? Sehr schön. Und natürlich immer erstmal den Turbolader geladen. Das war das erste Programm, was auf der Kassette drauf war. Und dann einfach mal die ganzen Programme durchprobiert und durchgeladen, die drauf waren. Und immer stand da Found Gyrus. Ja, doch, ich lad doch mal. Gespielt, Run eingegeben, beziehungsweise geladen, dann Run angegeben. Ja, war nur geil. Ist echt super auf dem C64. Und hier auf dem Arcade natürlich auch über jeden Zweifel erhaben. Schon allein wegen der Musik. Ganz großer Schachzug. Auch wenn ich mich wieder sehr doof anstelle, jetzt mal einen Doppelschuss wieder weg, oder? Ja, natürlich. Aber wie ich das hasse. Nur weil du Leben verlierst, sind die ganzen Boni weg, die du die ganze Zeit angesammelt hast. Nee, hast keine Zeit. Nee, ist weg. Nee, komm, kriegst du nicht mehr. Kriegst du nicht mehr. Ende. Kann sich alles neu holen dann. Wenn man nicht getroffen wird. Und dann schon wieder Game Over ist. Ja, gut, erster. Ich glaube, mit 10.100 Punkten wäre ich in der Spielhülle, in der Spielhüllenhalle damals nicht so weit gekommen. Ja. Was auch nicht so schön ist bei der Version hier, muss jedes Mal den Feuerknopf drücken für jeden einzelnen Schuss. Oh, Kerl. Die schon wieder lahmen Daumen. Oh, und dich noch? Komm, 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 komm. Komm her. Blödes Alien-Schiff. Ich will ja nicht rumfluchen hier. Nein, ich weiß doch, dass der da hinschießt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon die C64-Version gezeigt habe. Das müsste ich eigentlich auch nochmal machen. Vielleicht in einer anderen Serie meine frühen Spielerinnerungen oder so. Da wird dann ja einiges zusammenkommen. Oh. Game Over. Gibt es hier irgendwelche Cheats, die man einschalten kann? Das darf doch nicht wahr sein. Select Firepower. Normal, Double, normal, Rapid Fire. Das ist sicherlich gut. Und Unzerstörbarkeit. Das probieren wir einfach mal. Das probieren wir. Ja, komm hier. Oh. Das ist also Rapid Fire. Mehrere Schüsse gleichzeitig. Den ganzen Schwung an Schüssen. Naja, dann kann ich euch wenigstens einmal zeigen, wie man zum nächsten Planeten warpt. Das ist nicht der größte Effekt der Videospielgeschichte, aber nett. Nett, 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 nett. Oh, wo kommt ihr denn her? Ja, Doppelschuss habe ich schon. Wie wär's denn mal mit einem Dreifachschuss oder Vierfach, Fünffachschuss? Hier wird er der kleine Rote. Na, er wird auf mich geschossen. Ne? Diesmal dann natürlich keine Chance. Puh. So, und eine Welle noch bis zum Neptun. Gedrückt halten den Feuerknopf, dann jetzt schießt er vernünftig. Gerade ging's die. Ja, jetzt schießt er wieder alle Schüsse auf einmal. Das ist dann nicht so praktisch. Naja. Die eine Angriffswelle kriegen wir auch noch hin. Bereit machen zum Warpen! Yes! Nanu, was ist das denn? Bonus Stage?
gar nicht mehr dran erinnern. Gucken wir uns mal an. Nein, einen verpasst darf doch nicht wahr sein. Ah, hätte bestimmt Bonuspunkte gegeben, wenn ich alle erwischt hätte. Naja, egal. Auf geht's zum Neptun. Das war Gyrus. Und als nächstes wäre Uranus dran. Ja. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.